Hallo, meine lieben Aktienfreunde. PayPal hat ja vor kurzem jetzt neue Quartalszahlen veröffentlicht und in diesem Rahmen auch einen Strategieschwenk eingeleitet. Die Aktie hat daraufhin einen Freudensprung gemacht, hat um 9%, 9,25% dann sogar noch gewonnen, zwischenzeitlich sogar 14% im Plus. Und ich bin wohl einer der wenigen, der das Ganze kritisch sieht und ich möchte einfach mal meine Position hier in dem Video kundtun. Und du kannst dann natürlich das draus machen, was du möchtest. Ich überlege mir, meine 400 PayPal-Aktien tatsächlich zu verkaufen. Ich habe sie sogar schon veroptioniert mit einer Call-Option. Und wenn ich dann ausgeübt werde, bin ich jetzt auch nicht traurig. Aber wie komme ich da drauf? Mein Name ist Thorsten Tieter, geht ums langfristig investieren. Und PayPal ist eigentlich auch so eine Qualitätsaktie, in die man langfristig investieren kann. Trotz des teilweise desaströsen Kursverlaufs hier, der für Tech-Aktien nicht ganz untypisch ist, der aber auch natürlich unternehmensspezifische Gründe hat. Das Management hat tatsächlich keine gute Figur gemacht in den letzten Quartalen. Sie lagen relativ oft daneben, haben irgendwann erkannt, dass sie ein unprofitables Wachstum haben, dass Kundenwachstum auf Teufel komm raus nicht trägt, haben dann umgeschwenkt, was okay ist, auf profitables Wachstum, wenn wir auch gleich sehen, dass es schon Früchte trägt tatsächlich, haben aber auch schon vorher dann die Verluste von eBay, die Umsatzverluste von der Trennung durch eBay falsch eingeschätzt. Haben Corona falsch eingeschätzt, die Auswirkungen. Nicht, dass ich es jetzt unbedingt besser gemacht hätte, aber sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und man sieht dann auch hier im Kursverlauf, dass das einige dazu beigetragen. Nichtsdestotrotz an sich ein gutes, zuverlässiges Geschäftsmodell, wo man wirklich gut Geld verdienen kann. Und meine Hoffnung war gewesen, als sie gesagt haben, sie setzen auf profitableres Wachstum, dass im Prinzip das wahr wird hier, was auch die Analysten hier schätzen, wird da heftig gecovert, 45 Analysten, wow. Und dann hätte ich die Aktie soweit auch behalten. Ich habe sie mit Verlust, ich habe sie bei knapp $130, ist mein Einstiegskurs. Ich war also auch überrascht, dass die Aktie so stark fallen kann, momentan knapp bei $100 wieder. Ja, aber jetzt muss ich mal erzählen, was da eigentlich los war und wie ich die ganze Sache sehe. Wir haben hier ein Earnings-Update gemacht auf unserem Blog. Da veröffentlichen wir jetzt momentan sehr viele Earnings-Updates und das habe ich auch hier geschrieben. Wenn neue Quartalszahlen rauskommen, dann kann man immer mal schauen, da gibt es immer gewisse Kennzahlen, die sind wichtiger als andere. Wir haben zum einen hier die Kennzahlen wie Umsatz, operative Marge, Gewinn pro Aktie, das ist plain vanilla, das gibt es im Prinzip bei jedem Unternehmen. Und dann gibt es auch noch so unternehmensspezifische Kennzahlen, wo man noch ein bisschen tiefer unter die Haube gucken kann, wie das operative Geschäft so läuft. Und das wäre jetzt hier bei PayPal das gesamte Bezahlvolumen, was über die Plattform fließt, wovon dann PayPal entsprechend Gebühren abzwacken kann. Und wie sich das entwickelt, hängt unter anderem ab von der Anzahl der PayPal-Konten, das wären die Accounts, und wie stark die auch genutzt werden. Tatsächlich werden die Transactions per Accounts. Und dann gibt es einmal den Vergleich zum Vorjahresquartal. Das heißt, wie entwickelt sich das quasi betriebswirtschaftlich, so im Zeitverlauf? Hier eine Jahresperspektive sozusagen. Von Quartal auf Quartal und dann gibt es hier noch die Surprise bezüglich der Analystenschätzung. Was haben die Analysten geschätzt? Und es ist eine andere Messlatte. Und diese Surprise, ob die Analystenschätzung geschlagen werden oder nicht, davon hängt in der Regel ab, wie der Aktienkurs sich dann nach Veröffentlichung der Zahlen entwickeln wird. Analystenschätzung geschlagen nach oben, verfehlt nach unten, prinzipiell. Aber bei PayPal ist es übrigens nicht so, das ist immer wieder eine Ausnahme. Und beim Vergleich vom Vorjahresquartal, das ist natürlich die langfristige Perspektive, klappt es noch mit einem Gewinn- und Umsatzwachstum oder liegt da irgendwas im Argen? Also wenn man das hier sich so mal anschaut, dann sieht man, dass Wachstum im Prinzip noch da ist vom Geschäft. Das heißt, das Total Payment Volume um 9% gestiegen und das ist in erster Linie einer stärkeren Nutzung der bestehenden der Kundschaft von PayPal zu verdanken. Es ging nämlich die Transaktion per Account um 12% nach oben, während das reine Mitgliederwachstum schwächer ausgefallen ist mit 6%. Soweit okay. Das war im Prinzip das, was das Management dann auch schon gesagt hat. Nicht mehr wachsen auf Teufel komm raus. Illegitime Konten 4,5 Millionen auch löschen. Das ist alles in Ordnung. Beim Umsatz sehen wir dann, dass der entsprechend hier mit dem Total Payment Volumen auch wächst. Und dann sehen wir hier aber, dass die Margen ganz stark nach unten gehen, dass der Gewinn pro Aktie sogar negativ war bei minus 30 Cent. Hat aber hier der Freude keinen Abbruch getan. Und warum nicht? Weil wir ja diesen aktivistischen Investor haben.
Edit Management und mit seiner freundlichen Unterstützung hat sich das Management bereit erklärt, ein bisschen die Kostenschraube anzudrehen, und zwar ein bisschen stark. Im laufenden Geschäftsjahr sollen 900 Millionen US-Dollar eingespart werden und im nächsten Geschäftsjahr 1,3 Milliarden. Und dann ist natürlich die Frage, hält man das für realistisch und was für Kollateralschäden tut man denn damit auslösen? Gucken wir uns erstmal hier die einzelnen Kostenblöcke an. Und dann wurde gesagt, die Hälfte der Kosten, also für das nächste Geschäftsjahr dann 650 Millionen, die Hälfte von 1,3 Milliarden, soll bei den Transaktionskosten eingespart werden. Das sind hier transaktionsbezogene Kosten. Also 650 Milliarden einsparen und bei hier 3,5 Milliarden. Und im nächsten Geschäftsjahr ist ja bereits einiges eingespart worden, ne? Weil da kommt ja nochmal was drauf. Aber machen wir es mal einfach. Also 650 Millionen hier einsparen. Bei 3,5 Milliarden. Das ist natürlich schon ein extrem hoher Block. Was ist Transaction Expense? Muss man sich so vorstellen, wenn du über PayPal bezahlst und beispielsweise von der Visa-Karte abbuchen lässt, dann muss PayPal auch an Visa-Geld bezahlen. Und das sind dann die Zahlungsquellen und das soll neu verhandelt werden. Ob man da so viel einsparen kann, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Transaction and Credit Losses, beispielsweise Kreditvergabe oder Betrügereien, auch Käuferschutz von PayPal, da könnte man auch Geld verlieren, beziehungsweise könnte PayPal auch Geld verlieren. Das wird hier drunter subsumiert, da ist auch wird auch in Betracht gezogen, dass man Kredite verkauft, also aus seinen Büchern nimmt. Dass komplett das Kreditgeschäft aufgegeben werden soll, das habe ich nicht rausgelesen. Aber natürlich könnte man das minimieren und dann hätte man auch weniger Abschreibungen auf Kredite. Würde man aber ansonsten auch weniger verdienen, ist auch klar. Gut, und die andere Hälfte, die soll bei Personalkosten insbesondere eingespart werden. Personalkosten verstecken sich überall hier, wo ich gerade drüber bin. Das ist also bei Sales and Marketing, Technology and Development, Administrative und dann den Kundensupport noch. Und da dann im nächsten Jahr 650 Millionen einsparen bei Kosten von 2,5 Milliarden, wo dann die Personalkosten ja auch nur einen Teil davon ausmachen, halte ich auch für ziemlich ambitioniert. Und da erwarte ich oder da fürchte ich auch relativ hohe Kollateralschäden. Man hat gesagt zum Beispiel, man möchte dann auch Personal auslagern in Billiglohnländer. Und gerade bei der IT, wenn man das dann irgendwo in Indien oder so entwickeln lässt, das hat auch wieder relativ neue Zusatzkosten und die Qualität und Geschwindigkeit der Entwicklung kann dann deutlich nach unten gehen. Oder wenn man die Hotline, wenn man PayPal in der Hotline ist und plötzlich, man kommt länger nicht mehr durch und dann kommt man bei jemandem durch, der nur Englisch spricht und dann noch irgendeinen Hindi-Akzent hat oder sowas, weiß auch nicht, ob das der Kundenzufriedenheit unbedingt gut tut. Und jetzt frei von jeglichem Rassismus. Was man auch gesagt hat, ist, dass man jetzt auch einzelne Projekte einstellt. Beispielsweise sollen die Apps jetzt nicht mehr Wertpapierhandel bekommen in absehbarer Zeit. Also Venmo und die PayPal-App sollten um Wertpapiertransaktionen, Wertpapierhandel erweitert werden. Hat man jetzt erstmal eingestellt, das heißt, dann andere ziehen halt dann davon. Dann kann man halt über die Apps von PayPal nur Kryptos kaufen, aber keine PayPal-Aktie beispielsweise. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Leute dann halt die App wechseln, dahin gehen, wo sie alles machen können, alle Finanzdienstleistungen nutzen können. Das sind so einzelne Beispiele und ich sehe das kritisch, weil das halt prinzipiell, ich sehe das kritisch, weil erstens ich die Kosteneinsparung für überambitioniert halte und zweitens, weil ich Kollateralschäden fürchte. Ich hätte es lieber gehabt, wenn PayPal sich innovationsfreudiger gezeigt hätte und wenn sie gesagt hätten, okay, wir haben mit der und der Strategie, mit denen den Produkten mal wieder schneller wachsen. Aber nicht in dem, weil das wäre ja auch nachhaltig. Wenn man an der Kostenschraube dreht, dann geht es immer nur kurz. Es geht immer nur kurzfristig. Man kann die Kosten nicht auf unbegrenzte Zeit immer weiter drücken. Das funktioniert nicht, ohne sich den eigenen Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Insofern sehe ich das Ganze kritisch. Die Kosten sind relativ stark angestiegen. Von einem Quartal aufs andere, also es ist schon wahr, dass man auf die Kosten gucken muss, also die sind um 18% gewachsen im Quartalsvergleich, während hier die Umsätze etc. nur um 9% gewachsen sind. Es ist schon richtig, dass die Kosten vielleicht wohl etwas ausgeufert sind, aber man sieht, dass die nicht in erster Linie hier ausgeufert sind, wo Personal dahinter steckt, sondern dass die hier ausgeufert sind bei den transaktionsbasierten Kosten. Und wenn es dann darum geht, dass man nachher sieht, hey,
mehr Umsätze, und das ist auch ein Grund für die höheren Transaktionskosten. Die Transaktionskosten in den USA sind beispielsweise höher als außerhalb der USA, was damit zusammenhängt, dass viel mit Kreditkarte bezahlt wird, überproportional viel mit Kreditkarte. Und dann müssen sie halt an Visa, Mastercard etc. Geld abdrücken. Und das kann PayPal so nicht unbedingt direkt beeinflussen. Genauso wenig auch wie Wechselkurse etc. Also das sehe ich relativ kritisch. Hier geht es nicht darum, dass ich das Geschäftsmodell von PayPal nicht gut finde. Weil als ich den Artikel veröffentlicht habe, gibt hier unten auch einige Kommentare. Und das haben die oft, ja, PayPal wird ja überall benutzt und ist nicht wegzudenken, Hamburg graben und Geschäftsmodell ist super. Deshalb ist die Aktie auch super. Das Geschäftsmodell ist nicht das Problem. Man sieht hier doch schön, was das hier Gewinne erzielt werden. Das Problem ist für mich der Strategieschwenk, der extrem die Kosten fokussiert und möglicherweise auf Kosten zukünftiger Erträge geht und damit dann auch zukünftiger Kursgewinne. Die Gefahr ist dann halt auch eben jetzt, ist die Erwartung noch höher geschraubt. Da kann dann der Fall umso tiefer erfolgen. Ja, das sind meine doch etwas kritischen Gedanken zu PayPal. Ich habe in dem Earnings-Update dann auch noch die Aktie bewertet und dann auch entsprechend noch hier das Renditepotenzial dargestellt und nochmal im Fazit alles wesentlich zusammengefasst und auch das, was ich jetzt im Video gesagt habe, vielleicht ein bisschen schöner formuliert als hier schnell mündlich. Aber ich hoffe, dass das Wesentliche rausgekommen ist. Ja, es interessiert mich natürlich deine Meinung. Ich bin ja quasi so der Kontraindikator, der momentan von der Börse gnadenlos überrollt wird. Aber kannst du meinen Argumenten soweit folgen? Sind die valide? Und falls ja, wie ordnest du die ein? Sehe ich das vielleicht irgendwie falsch? Habe ich was übersehen? Schreib's runter. Ich würde mich drauf freuen. Ich lerne ja auch gern dazu. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.